Ein durchgehendes Muster in Richters gesamten Werk ist, dass er sich bezieht auf die Moderne und immer wieder Künstlermythen, bestimmte Bildformen einsetzt, die an die Abstraktion erinnern. Das hängt damit zusammen, dass er ganz grundsätzlich über Malerei reflektiert in einem Kontext in den 60er Jahren in Düsseldorf, wo eben mit Fluxus oder auch überhaupt dem Ausweiten der Kunst in Bereiche wie Video oder Performance, die Malerei in der Generalkritik stand. Richter war dieser Sache müde und hat sich wirklich darum bemüht, die Malerei wieder neu zu thematisieren. Wenn er zum Beispiel sich auch beschäftigt mit den Grundfarben Rot, Gelb und Blau in den Vermalungen, dann ist das auch wieder ein Rückgriff auf die moderne Kunst, etwa bei Mondrian, wo ja in Rot, Gelb und Blau alle sozusagen Möglichkeiten beinhaltet sind. Bei der Gruppe der abstrakten Bilder, so nennt Richter ja die Bilder, die von 1978 an entstehen und eigentlich mit Unterbrechung bis heute. Da haben wir ein Verfahren, das kann man mit dem Blow-up im Film vergleichen. Das sind diese Ausschnittbilder, wo er die Malerei, also im Kleinen, fotografiert, ein wenig Farbe nur auf der Palette oder auf einer Leinwand, und der das dann fotografisch in das große Format hochzieht, also auf Formate, die 1,50 breit sind zum Beispiel. Und so haben wir bei Richter immer wieder diesen Rückbezug auf das Material Farbe, und ist eben dieses immer wieder Kreisen um die Möglichkeiten der Malerei, die Erweiterung auch der Malerei, eben ausgehend von dem Malmaterial, was ihm eigentlich ja als Grundlage erstmal dient als Maler.